Okay, sagen wir es mal so, ich hatte einen sehr guten Start. Auch wenn es dann ein bisschen abgedriftet ist ins Nichts. Energiezellen-Impulswaffe. Extra Schaden gegen Powerrüstung. Okay, scheint nicht so gut zu sein. Ich kann es nicht wirklich beurteilen. Was? Da oben ist noch ein Stockwerk. Wie komme ich denn da hoch? Kann ich da irgendwie hochspringen? Ich glaube nicht, dass man da hoch soll. Okay, dann nicht. Versuch ist es wert gewesen. Hatten wir die schon? Ja, die hatten wir schon. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Vault geplündert. Mission erfolgreich. Ich habe jedenfalls, was ich wollte. Wo geht's denn hier lang? Ach, ich bin auf dem richtigen Weg. Okay. Gut. Ja, jetzt aber mal eine Frage, die mal sein muss. Harte Zeiten, Blues, 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 harte Zeiten, Blues. Die Quest ist weg. Moment, optional. Moment, erstmal die Ursache der Verstrahlung finden. Den Reaktor von Vault 34 abschalten, um den Prachtfarmen zu helfen. Optional die in Vault 34 gefangenen Bewohner retten, indem der Reaktor intakt bleibt, was allerdings die Prachtfarmen zum Untergang verdammt. Okay, war ein bisschen doof. Das hätte ich mir vielleicht eher durchlesen sollen. Naja. Dafür geht es den Prachtfarmen gut und das Ökosystem ist wieder unterwegs. Das Ökosystem, das ökonomische System steigt ja dadurch, nicht das Ökosystem. Obwohl, wenn es Prachtfarmen sind, dann vielleicht auch das Ökosystem. Ich weiß ja nicht, was für Farmen das sind. Dinner, nein. Ich will kein Dinner, ich will eine Treppe nach oben. Ich denke mal, die finde ich hier. Das wäre so typischer Vault-Baustil. Nein. Da ist die Treppe. Ja, gut. Dann kommen wir jetzt raus, ja? Hoffe ich jedenfalls. Ah, jetzt habe ich aus Versehen Surf Ball genommen. Naja, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier rauskomme, wartet erstmal jemand auf mich, der mit mir quasseln will. Darf ich jetzt hier raus? Die ist eben beim Eingang verschwunden, warum auch immer. Aber jetzt habe ich sie bekommen. Vor allem hier kam die ganze Verstrahlung her. Jetzt ist sie weg. Alles in Ordnung, wir können raus. Freies Radikal erhalten. Was mag das sein? Extras. Die Wirkung von Right Away wird für sie vergessert. Vorher waren es 15 Red minus. Jetzt sind es. Was? 45? Dann haben die das aber ziemlich gepimpt, kann das sein? Finde ich gerade mal. Noch habe Ödland. Nach draußen. So. Ich bin gespannt. Naja, klar, dass erstmal so Viecher oder sowas kommen. So, wie gesagt, ich versuche das mit dem VATS ein bisschen. Kritischer Angriff. Kritischer Angriff? Nein, doch nicht. Aber wir sind halt gut mit der Waffe und deswegen machen wir guten Schaden und treffen auch. Ups. Stufenaufstieg heiße ich herzlich willkommen. Ja, Stufe 23, Wissenschaft. Okay, wir hatten sie doch nicht auf 90. Ja, dann, ja, ging es nicht anders und wir haben uns noch durchgemogelt. Sprache haben wir auf 90. Vielleicht sollten wir jetzt wirklich mal... Moment, das ist gar nicht Energiewaffen. Energiewaffen weiter auch kriegen, damit wir mehr Damage machen. Und danach ein weniger reparieren gehen, aber erstmal die Energiewaffen. Huch, wir dürfen ja gar keinen Berg auswählen. Verdammt. Gut. Auf geht's! So, der ist Geschichte. Jetzt ist die Frage, wie machen wir die Quest weiter?
Kommt, jetzt sagt mir nicht, ich habe mir dadurch das Addon versaut. Wollt ihr mir sagen, ich habe mir das Addon versaut? Das wäre ziemlich kacke, würde ich sagen. Irgendwie ist mein HUD durchsichtig. Ich glaube, ich habe wieder aus Versehen. Jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Wieder aus Versehen die EMB Series drin. Ja, gut. Ich scheine mir tatsächlich die Quest verbaut zu haben. Zum Addon. Geil! Ja gut, dann gehen wir erstmal. Dahin. Ihr wisst, was ich hole? Ich weiß es nicht. Ist jetzt mein Nachteil, euer Vorteil. Wobei im Endeffekt doch euer Nachteil, weil ich werde es nicht benutzen. Jedenfalls nicht, solange ich nicht drauf geskillt bin. Ich weiß wohl, dass es ein Scharfschützengewehr ist, aber mehr weiß ich auch nicht. Dietrich und du. Ich und Dietrich machen das Ding jetzt auf hier. Ja, fast. Ich bin nach unten gewandert, aber der Punkt war oben, wo ich hin wollte. Gobi-Kampagne, Speergewehr. Mehr Schaden bei kritischen Treffern, erhöhte Chance auf kritische Treffer. Ich habe keine Fragen mehr zu dem Bild gerade, echt. Rex, gib mir meine Scharfschützengewehre wieder. Gib mir meine Scharfschützengewehre wieder. Gut. Aber behandeln Sie mich bitte nicht wie Ihr Pack-Brahmin, ja? Jetzt hau mal nicht rum, ich nehme dir doch sogar schon was ab. So, wollen wir die mal ein bisschen verteilen? Oh, das war sogar fast ganz. Gut, das macht SBS ohne 13, das ist schon nicht schlecht. Also das Visier ist mal wieder Fallout-mäßig zum Kotzen, da kann man nichts sagen. Das scheint aber viel Schaden zu machen. Okay, ich werde mein Bestes geben. Und hat eine wahnsinnige Feuergeschwindigkeit. Das finde ich ganz cool. Allerdings können wir damit nichts anfangen. Wie gesagt, momentan nicht. Später vielleicht. So, wir hauen mal den ganzen Mais weg. Wenn wir einmal hier sind... Ups, ich habe irgendwas aufgehoben. Jetzt sind wir wieder durstig. Oh mein Gott, ein ewiges Hin und Her. Ja, wir können jetzt immer schmutziges Wasser trinken. Wir haben jetzt den Mega-Perk für Weatherway, Rex. Hättest du Lust, weiterhin meine einzigartigen Waffen zu tragen? Wisst ihr was? Wir gehen erstmal zum Waffenschieber. Erstmal will ich mich hier umgucken. Boulder City, da sollen wir auch noch hin, habt ihr gesagt? Gibt es hier nicht irgendwo einen Ort, der mit Old World Blues zu tun hat? Mojave Drive-In. Ihr müsst mich nochmal zu dem Addon lotsen. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Vielleicht da, vielleicht da. Vielleicht... Nein, Vault 3 war übrigens die mit den Raidern, glaube ich. Gut, dann mache ich nochmal, bis ihr mich aufgeklärt habt, einen kleinen Umweg. Vom Addon. Jetzt habe ich die ganze Zeit gedacht, ich würde Zeug vom Addon machen und habe dann trotzdem voll den Scheiß gemacht. Zu den Waffenschiebern wollte ich. Wo sind sie denn? Da. Gut, wollen wir unser Geld zurückhandeln? Wir haben ja wieder genug Waffen, die wir verkaufen können. Wir haben ja wirklich mehr als genug Waffen, die wir verkaufen können. Wir haben ja ein bares Arsenal herbeigesammelt. Arcade? Gut. Aber behandeln Sie mich bitte nicht wie Ihr Pack-Brahmin, ja? Zu spät. Zack, 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 zack.
Und dein Zeug auch. Gut, aber behandeln Sie mich bitte nicht wie Ihr Pack-Brahmin, ja? Ach, halt doch die Klappe. Ach, mit dir wollte ich gar nicht reden. Meine Flammenwerfer behältst du schön. Auf die musst du aufpassen, Rex. Wer die anfasst, der kriegt ein Biss in die Eier. Verstanden? Da klebt Kacke an der Scheibe. Willkommen, Sir. Ich möchte etwas verkaufen. Oh, er hat nur noch ein 8000er Inventar. Schade. Gut, ich versuche mal hiervon alles zu verkaufen, ohne an die 8000 ranzukommen, aber das sollte was werden. Dann die Granatwerfer, die geben auch ein bisschen mehr. Jagdgewehr, Karawanschrotflinten, Lasergewehr, Gatling Gun, Polizeischrotflinte, den verkaufe ich nicht. Raketenwerfer, Sturmkarabiner, Zünder, den behalten wir. Der gute Amerikaner, den behalten wir auch, genauso wie den C4, Plastiksprengstoff. War es das schon an Waffen? Wir haben noch die gefunden, genau, die Impulswaffe. Die behalte ich mal, die sieht praktisch aus. Okay, akzeptieren. Wir sind wieder leicht. Schauen Sie bald mal wieder rein. Ja, mal gucken. Sind wir wieder leicht? Wow, wir sind ziemlich schwer immer noch. Arcade, pass mal auf. Gut, aber behandeln Sie mich bitte nicht wie Ihr Pack-Brahmin, ja? Wir machen mal einen Deal. Du trägst noch mehr meiner Fusionszellen und meine ganzen 308er-Patronen und auch alle anderen Patronen. Ist ein guter Deal, ne? Die 36 Granaten kannst du auch tragen und die ganzen Raketen. Und dann kannst du von mir aus auch die Schrotmunition tragen und die Energiezellen. So 186 davon. Die kannst du auch tragen. Und die kannst du auch alle tragen. Ja, ist doch. Und im Ausgleich dafür darfst du weiter mit mir rumlaufen. Ist das okay? Er scheint keine Einwände zu haben. Okay. Willkommen, Sir. Was ich jetzt aber nochmal gucken werde. Ich brauche Munition für meinen Flammenwerfer. Munition. Ich müsste eigentlich vorbei sein.